Hallo liebe YouTube-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Es ist ein Kimago-Talk. Wir hatten es euch versprochen im vorletzten Video, wir wollen ein bisschen mehr Kimago-Talks machen und auch diesmal, ja, beziehungsweise das Versprechen wollen wir jetzt mal gleich einlösen. Und Elmar und ich dachten uns, was soll das Thema sein, was soll das Thema sein? Wir haben echt verdammt viel getestet im letzten Jahr. Teilweise auch viel selber Zeugs gekauft für Foto und Video, und da dachten wir uns, ja, ist doch vielleicht eine ganz schöne Gelegenheit und Möglichkeit, eben genau darüber mal zu sprechen. Was fanden wir am interessantesten? Was haben wir uns gekauft von unserem eigenen Geld? Und so ein bisschen aufgeteilt auf Kameras, Objektive, Video und so weiter und so fort. Und deshalb sage ich, hallo Elmar, wie geht's dir? Hi. Ach, mir geht's gut, ja. Ein bisschen kalt hier in meinem Büro-Studio, aber wir müssen alles sparen. Okay. Ja, Emma, ich weiß nicht, also ich fange einfach mal bei dir direkt an. Was war es denn? Was war denn? Fangen wir vielleicht mal strukturiert an. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten, will ich nicht sagen, aber vielleicht mal mit der größten Investition wahrscheinlich. Was war denn? Hast du denn letztes Jahr dir eine Kamera gekauft? Und wenn ja, welche? Und warum? Und überhaupt? Und überhaupt, ja. Wir wollen strukturiert anfangen, das sieht uns gar nicht ähnlich. Was ich Ich hab's tatsächlich versucht. Gekauft habe, das habe ich im letzten Talk ja schon anklingen lassen, ist eine Q2 Monochrom. Aber ich habe die vielmehr eingetauscht. Ich hatte vorher eine M Monochrom, also eine 246. Und die hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und die liefert auch wunderschöne Bilder. Aber ich muss sagen, ich bin nach wie vor nicht der absolute Messsucherfreund. Und was ich gerne mag, ist eine schwarz-weiße Bildvorschau in einer Kamera, wenn ich mit der schwarz-weiß fotografiere. Einfach, weil mich das schon ein bisschen besser darauf vorbereitet, wie das Bild mal aussehen wird. Und das kann die Q2 natürlich sehr gut durch den tollen Sucher. Und die M246 nur mit diesem lustigen alten Aufstecksucher. Na, sie hat noch nicht diesen wie heißt der jetzt, Visoflex oder Visoflex 2 oder sowas? Der für die M240 ist, glaube ich, der Visoflex. Und dann kommt der Visoflex für die Nee, M10. ich hab da noch den OVF2. Ah, stimmt, genau. Oder EVF2 heißt der, nicht sowieso. Oh, ist ja jetzt. Quatsch. Egal, jedenfalls, ich denke mal, unsere Zuschauer wissen viel besser in dem Moment, was wir meinen. Das Ding jedenfalls ist nett, aber nicht so gut. Da kann mit dem Sucher der Q2 nicht mithalten. Und nachdem ich die mal zum Ausprobieren hatte, war ziemlich schnell klar, ich will das eintauschen. Ja, und das habe ich dann gemacht. Okay. Ja. Und hat mehrere Gründe, nicht nur den Sucher, sondern auch das tolle Objektiv. Und mir macht die einfach Spaß, die Kamera. Aber bei dir hat sich ja auch was verändert, Ja, mindestens in der Zahl. tatsächlich hat sich bei mir, wir haben uns ja natürlich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen vorher ausgetauscht, und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, diese eine Kamera zu finden, weil bei mir hat sich tatsächlich eine ganze Menge geändert. Und eigentlich müsste ich ja jetzt die M11 in die Kamera halten, aber ja, also Top-Kamera, aber tatsächlich ist meine Kamera des Jahres tatsächlich die SL2S. Nicht, weil ich die SL2S so cool finde gegenüber der M11 oder sowas. Nee, aber sie ist halt einfach die vielseitigere Kamera. Ich benutze die ja schon länger und habe die ja, habe die schon lange gehabt und habe mich jetzt irgendwann Anfang des Jahres dann dafür entschlossen, die dann einfach zu kaufen. Und vielseitiger insofern, als dass ich Autofokus habe natürlich, für mich auch mal was eine schöne Abwechslung. Dann kann ich sehr gut meine M-Gläser daran verwenden, und ich habe eine Videokamera. Und das alles zusammen, diese drei Sachen zusammen, machen die Kamera für mich, gerade in Bezug mit YouTube. Dann habe ich viele M-Gläser oder viele Gläser für M-Kameras, ist die SL2S einfach, ja, meiner Meinung nach die Kamera, die so die größte Veränderung in meinem ganzen Setup gebracht hat. Ja, ich habe es ja auch beim letzten Talk schon angedeutet. Ich habe da jetzt ganz viele Sigma-Gläser hier, die nehme ich jetzt demnächst zum Beispiel mit, und dann möchte ich da mal ein bisschen was dazu bringen. Es ist einfach cool. Also die M11 ist natürlich auch eine tolle Kamera. Ich habe wirklich ein Luxusproblem, gebe ich ganz ehrlich und offen zu. Ist schon ein bisschen krass, ja. Und dann ist ja eigentlich noch eine andere Kamera. Ich halte sie jetzt einfach auch mal hoch, das ist die M2, richtig
richtig süße kleine Kamera habe ich von Stefan, kennst du ja auch, Kumpel, gekauft. Also so gesehen bin ich reich beschenkt worden. Sehr, habe ich mich selber reich beschenkt letzten Jahres. Aber wie gesagt, die SL2S ist so die Kamera, die ich ja am vielseitigsten, dadurch am spannendsten und am besten, Blödsinn, aber ja, das, was ich jetzt hier praktisch so in den Ring werfen würde. Ja. Finde ich ganz interessant, weil wir hatten Anfang 2018, hatten wir beide mal die erste SL beim Wickel und da weiß ich noch, wie du die abgelehnt hast, weil das so ein mordsmäßiges Trumm war, sozusagen. Und jetzt bist du dann doch da gelandet. Ja, Guck aber an. weißt du, woran es liegt, Elmar? Das habe ich auch ganz oft gesehen. Ich habe auch über, am Anfang dachte ich auch, was bist denn du für einer? Was interessiert dich dein Geschwätz von gestern so ungefähr, ja? Aber es lag natürlich auch an den Objektiven, muss man auch ganz klar sagen. Weil Ja, das stimmt. hier diese Kombination ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt das SL-native 50er Lux oder APO ran, dann ist es halt so ein Apparat mit einmal und gewichtmäßig mal ganz was anderes. Und so ist das einfach wirklich eine andere Hausnummer. Ja, es ist größer als eine M. Aber es geht halt noch, ne? Und von daher, und dann ist natürlich die Videomöglichkeiten sind deutlich besser geworden, gerade bei der SL2S. Und das macht es natürlich dann schon sehr interessant, ne? Ja, das glaube ich dir. Ja. Ja. Objektivmäßig? Was ist objektivmäßig bei dir? Gibt's da was? Naja, ich habe jetzt hier so ein 28 mm Summilux, ja. Aber das, ich habe, als ich umgestiegen bin auf die M-Monochrom, brauchte ich, naja, wie soll ich sagen, Startkapital, um mir das zu finanzieren. Man gibt ja einiges her. Und da habe ich eine ganze Reihe Zeiss-Gläser weggegeben. Und ich stehe total auf die, also für Nikon-Anschluss jetzt gesprochen, auf die F2-Reihe. Das heißt also, es gibt eine lichtstarke Reihe mit 1,4er und 1,2er, wenn mich nicht alles täuscht, hier die Otis-Linie zum Beispiel. Aber ich hatte von den klassischen Objektiven die F2, 50 mm, 35, 25, was übrigens. Und jetzt treibe ich die Gebrauchtmarktpreise hoch. Im Grunde das allerbeste 25er ist, was es gibt. Ja, das Elmer ist ja ein 24er, ne? Von daher kann man das ruhig sagen. Also das ist wirklich ganz toll. Und ich hatte mir vorgenommen, so nach und nach mir die wiederzuholen, wenn ich sie wirklich vermissen würde. Und das habe ich getan. Jetzt so nach Jahren läuft mir immer mal eins über den Weg. Und eins davon, nämlich das 50er, ist mir in diesem Jahr wieder begegnet in einem Fotoladen, in einer Gebrauchtvitrine sozusagen. Und da konnte ich nicht anders. Das ist im Grunde neuwertig. Da musste ich zuschlagen. Und ich mag dieses Glas unheimlich, weil es einen der schönsten 3D-Pop-Effekte hat überhaupt. Was darf ich fragen, was sowas kostet auf dem Gebrauchtmarkt? Von bis? Ja, je nachdem, na, je nach Zustand. Also zwischen 450 und 750 ist da alles drin. Also es ist preislich natürlich nicht in Leica-Regionen, Gott sei Dank, ja. Sonst könnte man da nicht so einfach drüber reden. Aber so vom Prinzip finde ich auch kein Glas, was man sich eben an der Straßenecke besorgt, weil es geht schon ins Geld. Das 35er habe ich auch wieder gefunden im letzten Jahr allerdings und das lag bei nahe 350 ungefähr. Geht ja. Mein erstes Exemplar davon hatte ich für über 400 gekauft, also war ich ganz froh. Und jetzt dieses war, glaube ich, 400 oder 450. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war in dem Moment, ging es und dann musste es auch sein. Weißt du, ich muss gerade so lachen, als du den Preis genannt hattest und ich so meinte, ja, geht ja so. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hätte ich bei 300, 400 € für ein Objektiv gesagt, oh, naja, Naja. ganz schön teuer. Und jetzt bin ich aber irgendwie einfach andere Preise gewöhnt, leider. Ja? Und dann sind mit einmal so 300, 400 € und so, ja, würde man fast sagen, ja, ist ja ein Schnäppchen. Ja? Ist ja nichts, ja, so ungefähr, was natürlich auch nicht stimmt. Ja, aber ich setze mal gleich einen drauf. Ich nutze die Gelegenheit, da wir über Geld und Schnäppchen und Leica-Glas reden. Ich habe dieses Glas zwar nicht letztes Jahr gekauft, aber ich muss sagen, das ist ein Glas, was mich jedes Mal wieder aufs Neue begeistert und fasziniert, wenn ich es denn dann mal nutze, wenn ich nicht gerade irgendwie anderes Zeugs testen muss, wie zum Beispiel 35 mm, wenn ich um die Welt fliege. Ja? Und zwar ist es das hier. Ja, ich schalte erstmal um hier, damit man besser sieht. Ich habe sie extra, das Leica APO
50 mm. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, dass ich wirklich diese Summe ausgegeben habe, denn das ist alles andere als ein Schnäppchenglas. Es ist echt verdammt teuer. Aber ich habe es lustigerweise bis heute nicht bereut, dass ich es gemacht habe. Ich liebe dieses Glas. Ich liebe es, was da rauskommt. Die Schärfe, Unschärfe, dieses Zusammenspiel. Und es ist jedes Mal wieder ein Glas, was, wenn ich das in die Hand nehme, ich einfach sehr schön finde. Deshalb zählt es nicht so richtig. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mir dieses Jahr ein oder zwei Gläser gekauft, die super sind und cool. Aber wo ich jetzt nicht sagen würde, oh, die haben mich so vom Hocker gerissen. Nee, es ist einfach. Und ich finde, bei dem Preis kann es ruhig ein paar Jahre lang mein Glas sein, worüber ich sehr froh bin, dass ich das habe. Also Leica Apo 50, richtig schönes Objektiv und ja, ich liebe das halt immer wieder. Ich werde da nicht satt von, das zu benutzen. Ja. Geht mir Ja, wahrscheinlich, es ist das gleiche wie bei dir mit dem Zeiss, ja. Es ist halt so diese Bildwirkung, die einfach, ja, weiß ich nicht. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, ja, aber sie begeistert mich halt jedes Mal wieder. na genau, dann bist du doch da genau richtig angekommen. Ne? Ja. Ein anderes Objektiv, was ich auch sehr mag, was für mich auch so eine kleine Entdeckung war dieses Jahr, war, oder 22, ist das 28 mm Focblender für Nee, Nikon. nee. Das nutze ich jetzt hier übrigens auch zur Aufnahme. Okay. Das kann jetzt zwar abgeblendet seine ganzen Charme nicht zeigen, aber so vom Prinzip her, das mag ich auch. Schön klein, es passt wunderschön an so eine kleine klassische Filmkamera und damit bin ich jeden Tag unterwegs. Also das mag ich wirklich, wirklich gerne. Merke ich ja, redest ja gerne davon und oft davon, ne? Daran finde ich, merkt man dann auch immer, okay, das ist ja dann einfach auch ja, ein besonderes Glas für einen. Es ist vollkommen egal, wie preislich oder sonst irgendwas, sondern wenn es einem selber gefällt, dann ist das ja, ist alles super, ja. Dann ist es ja, wenn man es gerne in die Hand nimmt, gerne benutzt, sag ich mal, dann ist das immer sehr schön. Was haben wir als nächstes? Was hatten wir als nächste Kategorie? Ich habe es vergessen. Bevor wir das Fotogadget des Jahres sozusagen, aber bevor wir das machen, letztens unter dem Leica S3-Video gab es einen Kommentar zum Objektiv, das ist ja so, ich meinte, das zeichnet halt sehr organisch und das wurde von jemandem auch sehr gelobt, dass die S-Objektive so organisch zeichnen. Es gibt ein Leica-Objektiv, das haben die wenigsten auf dem Schirm, was wirklich enorm angenehm zeichnet. Und wenn man reinzoomt ins Bild, wie Pixelpieper, wie man so schön sagt, da hat es auch exakte Schärfe. Das ist das Objektiv der Leica X-Vario. Also wer da mal Möglichkeit hat, das auszuprobieren, der mit Stativ arbeiten möchte, weil die wirklich nicht so schnell ist, die Kamera, oder draußen bei Tageslicht für unterwegs, das ist ein Top-Glas. Das nur mal so am Rande, sowas testen wir ja selten, aber das ist wirklich ein ganz, ganz interessantes Stück. Ist es so eine Point-and-Shoot oder was? Nee, das ist APS-C-Sensor, also nicht so ganz klein und mit einem fest verbauten Zoom-Objektiv. Leider absolut keine Lichtstärke da. Das Echt? heißt, also in Innenräumen kommt sie extrem schnell an ihre Grenzen. Aber es ist eine wunderschöne kleine Kamera, die wirklich extrem gute Bilder abliefern kann. Vor allen Dingen bei Porträts. Also wenn man jetzt nicht so extrem freistellen will, sondern wirklich eine harmonische Bildwirkung haben will, kann ich nur mal empfehlen. Also das nur mal so als Antwort auf, ob das jetzt immer eine Leica S sein muss oder auch eine kleinere Kamera sein kann. Geht beides. Das ist mein Stichwort. Nein, muss es nicht. Geh mal, ich fange den Ball, den du ungewollt mir rüber gespielt hast, einfach mal auf und gehe. Nee, muss nicht immer eine Leica sein. Oh Gott, mein Display. geht jetzt in Richtung Video-Gadget. Ja, gut. Fotografieren tue ich damit nicht. Aber mein Video-Gadget des Jahres, und ich bin da, hätte ich gar nicht erwartet, bin echt komplett begeistert. Ist das iPhone 14 Pro Max oder wie das Ding heißt? Also ganz ehrlich, ich habe es mir eigentlich nur gekauft, weil hier in der Familie ein Telefon kaputt gegangen ist. Ich wollte es eigentlich gar nicht kaufen und dann braucht man ein Telefon und dachte ich, ja gut, komm, dann beißt halt jetzt den sauren Apfel und holst es halt. Und ich muss sagen, geil. Sorry für das Wort, aber ist so. Ja? Für unterwegs brauche ich fast für so mich selber aufnehmen und so
quatschen und zeigen, brauche ich fast gar keine andere Kamera mehr. Also so gesehen ist die SL2S fast schon ausgedient für die B-Roll. Nein, natürlich nicht. Aber cooles Teil und damit kann man halt auch schöne Fotos machen. Ich nun nicht. Bin ich zu blöd für, sage ich ganz ehrlich. Ich kann nicht über dieses Display. Ich weiß, es gibt ja Leute, das ist ja der Wahnsinn. Also wirklich, ich sehe es ja bei manchen Leuten, die mit Fotografie und so Kameras gar nichts am Hut haben. Die hauen da ein paar Bilder raus, wo ich denke, alter Falter, wozu habe ich eigentlich hier dieses ganze teure Zeugs? Ja, es geht ja anscheinend auch damit. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es irgendwie dieses Display und alles. Ich komme damit nicht so klar. Aber das ist bei mir das Video-Gadget des Jahres gewesen und ich bin wirklich positiv überrascht, vor allem weil diese Selfie-Kamera ganz gut geworden ist. Die Selfie-Kamera war immer so die Kamera, die mich am meisten genervt hat eigentlich, weil eigentlich hole ich mir das Telefon hauptsächlich, um mich selber halt zu filmen, ne? Weil mit großen Kameras ist es immer ein bisschen anstrengend und so mit dem Smartphone, das hast du schnell mal so in der Hand und erzählst und bla bla bla, kennst du ja, ne? Und dann guck mal, wie schön es hier ist, aber man sieht zu 80% nur einen selber. Nee, also das mein Video-Gadget des Jahres tatsächlich. Richtig cool, kann ich nur empfehlen. Verdammt teuer, aber gut. Ja, mein Gott. Glaube ich. Glaube ich. Naja, die Videos, ich glaube, die letzten zwei mit dem 35 mm um die Welt, die hast du, glaube ich, auch damit gemacht. Also zumindest die Sprechteile unterwegs. Und ich finde es immer interessant, weil das so ein bisschen aussieht. Da weiß ich jetzt nicht, ob es gut ist oder schlecht, als ob du vor einem Greenscreen bist. Ne? Also dieses iPhone, das stellt dich auf eine Weise frei. Da bin ich, ne, also es ist cool, das so benutzen zu können einfach. Und man sagt ja auch, wenn man im Zweifel ist, soll man einfach sein Smartphone nehmen, weil das die Automatik alles glattbügelt sozusagen. Aber es hat auch, also manchmal sieht man es einfach, Ja, ne? Den Unterschied. das ist Soll das es. jetzt nicht schmälern, die Begeisterung, aber das fand ich einen interessanten Effekt, dass es eben doch der Stabi wirklich mit deinem Gesicht mitläuft und nicht mit dem gesamten Bild. Ne? Also es ist wirklich immer wie so ein, wie vor einem Hintergrund sozusagen. Aber da muss ich auch dazu sagen, das stimmt auf jeden Fall. Das ist mir auch aufgefallen. Aber es liegt daran, dass man am Anfang vor allem sehr gerne übertreibt. Du hast ja diesen Kinomodus, diesen Kinoeffekt, ja. Und da Ja. kannst du die Blende einstellen. Und die KI, die ist einfach noch nicht so weit, ja. Gerade bei den Haaren merkt man das. Die ist zwar schon sehr gut, aber dann tendiert man. Ich bin auch so jemand, der immer gerne zu den Extremen tendiert, ja. Aber natürlich, wenn eine F2 geht, dann mache ich natürlich eine F2. Ja, sieht natürlich total bekloppt aus, ja. Wenn du aber so 5,6 bis 8,0 einstellst, dann ist der Effekt ganz leicht vorhanden. Er schafft es immer noch nicht so exakt, ja. Aber dann geht es tatsächlich. Und damit habe ich so ein bisschen gespielt und dann wurde es ein bisschen besser, ja. Aber du hast recht. Aber wie gesagt, es ist halt dieses Stressfreie, dieses. Also bei mir ist es so, ja, ich habe ja immer wenig Zeit vor Ort. Bei mir ist es ja nicht so, dass ich Urlaub mache und 2, 3 Wochen habe oder eine Woche habe, sondern ich habe ja meistens nur 24 Stunden. Und in den 24 Stunden versuche ich so viel wie möglich abzuarbeiten. Und wenn ich dann auch noch damit beschäftigt bin, hier Stativ aufbauen und Location suchen und vielleicht noch eine Szene mir ausdenken oder sonst irgendwas, das ist einfach zu viel Zeit, ja. Und da ist das halt dieses Stressfreie. Also wie gesagt, natürlich ist es kein vollständiger Ersatz zu einer Kamera, die wirklich hochwertigere Videoeinstellungen hat. Aber so für den schnellen Effekt, für YouTube sage ich ganz ehrlich, also zu einem Auftrag würde ich mit dem iPhone nicht erscheinen. Das würde ich nicht machen. Das ist klar. Okay. Aufträge und Naja, alles würde das ich ist doch eine natürlich Aussage. nur, genau. Ja. Aber für YouTube und so. Was, bei dir, erzähl mal bei dir, was ist bei dir? Video-Gadget, also ich bin immer noch sehr am Basteln, das hört man den Videos auch an, für den besseren Ton. Da bin ich auch immer fasziniert. Ich habe ein neues Videobearbeitungsprogramm jetzt vor ein paar Tagen angeschafft, da will ich mich mal reinfuchsen, wenn man da im Audio ein bisschen was tun kann. Und für eine Reportage, die ich zwischendurch gedreht habe, habe ich einen Shure Lenshopper VP83 oder so. Die haben ja immer alle so lustige Bezeichnungen, die sich kein Mensch merken kann. Und das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen Rode-Video-Mic oder wie das heißt. Also ist nicht phantomgespeist, das heißt, es hat eine eigene Batterie drin. Die hält aber auch ein Jahr oder so, also ist jetzt kein Problem. Und damit sind schon ein paar schöne Sachen rausgekommen, besonders in Räumen, wo der Raum selber auch einen Hall hat, ne? Also das nimmt es ziemlich gut weg.
Das hat mich sehr beeindruckt, aber da muss ich auch noch ein bisschen basteln, weil man da auch die Empfindlichkeit einstellen kann, was man da so nimmt. Und ansonsten, Foto-Videomäßig, bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem Filter, den du nicht so magst, mit diesem Tiffen Pro Mist, also es ist ja ein Black Pro Mist, ein Viertel. Quarter müsste man dann sagen. Auch wieder so ein unglaublich langer Name, aber der nimmt ja so ein bisschen das Leuchten macht er so ein bisschen anders, das Licht ein bisschen weicher. Und damit habe ich auch ein paar sehr atmosphärische Fotos machen können. Also gar nicht mal mehr so Video-Gadgets, sondern auch fotomäßig. Ja. Und ganz wichtig natürlich der Tatortwinkel. Ne, für die. Was ist der Tatortwinkel? Ja, das ist so ein Schwarz-Weiß-Lineal. Ne? Rein weiß, rein schwarz, damit du einen Weißabgleich einstellen kannst. Und ein Lineal, damit du bei Ach so, Objektfotografie das dranlegen kannst. Und die Dinger heißen halt Tatortwinkel. Das ist ein okay. enorm praktisches Ding, kann ich auch jedem empfehlen, der auf eBay was verkaufen will, sich so ein Teil zu holen. Das kostet 3 Stimmt. Euro. Um Das den legt man dann Maßstab so zu daneben. sehen, ne? Um einfach zu sehen, Genau. wie groß es ist. Ja, und dann wissen die Ja, Leute gleich, worauf sie sich einlassen. tatsächlich habe ich bei so bei Fotogadget habe ich echt lange suchen müssen, tatsächlich und überlegen müssen, weil so richtig. Also eine Sache ist mir aufgefallen, die ich einfach schön finde, die ich jetzt nicht viel benutzt habe, aber die ich schön finde, einfach von der Wertigkeit, ja. Wo ich so sage, irgendwie finde ich das besonders, ja. Und das ist, ich fotografiere ganz gerne auch mal Weitwinkel, ja, vornehmlich 24 mm. Und was ich ganz cool finde, ist dieses kleine Schmuckstück hier. Hey, schön. Ja, also diese Vogtländerteile, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind, also, du hast das Gefühl, du kannst auf den Boden schmeißen und der Boden geht kaputt, ja. Aber das Ding bleibt ganz. Die sind so schön massiv. Und das benutze ich, der Sucher ist auch wunderbar klar. Ja. Ich habe auch so ein Leica-Ding hier rumliegen. Ist nicht meins, hat mir Alex geliehen. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde die Sicht durch dieses Vogtländerteil schöner. Ja. Sehr viel klarer, nicht so, weiß ich nicht, irgendwie heller, auch die Sucherrahmen. Und das ist ein richtig schönes kleines Fotogadget, was man natürlich jetzt an der digitalen nicht wirklich braucht, sag ich mal. Ja. Kannst natürlich dann übers Display fotografieren, das sieht dann aber ganz cool aus, wenn du es auf einer digitalen drauf hast. Aber ich habe ja auch meine M2, wie gesagt, und die hat ja. Bei der ist bei 35 mm Schluss. Ne? Die zeigt zum Beispiel 28 mm nicht an. Und wie gesagt, ich fotografiere ganz gerne auch Weitwinkel. Und da ist das so ein kleines Fotogadget bei mir, was ich echt ganz schön heimlich kann, was ich so süß finde, ist. Schade, das sieht geil. Kommt hier in so einem kleinen süßen blauen Säckchen. Das allein finde ich schon ganz cool. Also mit so Sachen kriegt man mich ja, ja. Also nee, wirklich, das sind so Kleinigkeiten, aber mit denen kriegt man mich, wo ich dann sage, oh cool, ausgepackt. Und ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Hab das Ding noch gar nicht gesehen und fand es schon geil. Ja, so mein kleines Gadget, was ich ganz selten, aber wenn dann sehr gerne benutze, wieder dieses gerne in die Hand nehmen. Das ist bei mir immer so ein Thema. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ich bin da sehr empfänglich für. Kann ich gut verstehen. Wertigkeit in der Haptik ist immer viel wert, ja. Ja. Haben wir sonst noch was? Hast du sonst noch was? Na, ich arbeite jetzt gerade an drei kleinen Sachen. Einmal einem variablen Graufilter, darüber mache ich was. Hat uns eine Firma zugeschickt, die einen Stativ. Das geht in über 2,40 Meter Höhe. Da kann man also mal ein bisschen höher gehen. Und ich arbeite nach wie vor, das hatte ich im letzten Talk schon angekündigt, an einem, und da kamen auch schon einige Fragen per Mail zu, an dem Review über diese merkwürdige Instax-Kamera. Die kam gut an, habe ich mitbekommen. Da haben Ja, einige Interesse du gezeigt. wirst ja auch auf der Straße ständig darauf angesprochen. Und dann erzählen sie dir mal alle, wo sie überall schon fotografiert haben und keine Ahnung. Ist immer ganz spannend. Aber dazu werde ich dann im Video ein bisschen ausführlicher erzählen. Da bin ich mal gespannt. Das Das Ding würde ich ganz gerne, dauert aber noch, weil die kann man bei dem trüben Wetter nicht jeden Tag mitnehmen, denn dieser Film macht nicht so viel mit an Belichtungsspielraum. Und wenn alles grau in grau ist, dann sieht man das den Bildern auch an. Man will ja auch was Ordentliches machen. ja, das ist echt so ein bisschen, die so eine echt uncoole Jahreszeit. Es gibt ja Leute, die gehen bei Wind und Wetter raus.
Ich gehöre da leider nicht zu. Ich bin eher so derjenige. Ich brauche irgendwie vernünftige Lichtverhältnisse. Mir macht sonst keinen Spaß einfach. Und ja, klar, kann ich rausgehen, kann irgendwas hin. Ich merke nur, dass ich in letzter Zeit sehr viel Schwarz-Weiß mache. Es ist halt deutlich einfacher, bei dem Wetter Schwarz-Weiß zu fotografieren, für dich persönlich jetzt, ja. Als Farbe ist alles so. Uah. Ja, nee, von daher, da bin ich, auf das Video bin ich auch tatsächlich gespannt. Und darauf bin ich auch mal gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, musst du die unbedingt mitbringen, weil die sieht echt cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Ja. die sieht auch so aus, als wenn du damit echte Nägel einschlagen könntest. Zumindest sieht sie so aus, ja. Ob es das Ja, jetzt. fasst sich auch gut an. Bildqualität ist durchwachsen, Ja. Ja, gut, aber um es mal so zu kann ja auch ein Charme sein, ne? Muss ja auch, Bei ist ja dieser auch Art so. Fotografie sowieso, ja. Genau. Ja, weiß ich nicht. Ich habe hier zwar noch so ein paar Sachen auf dem Tisch liegen, aber ja, weiß ich nicht. Habe ja eigentlich schon. Also, was ich noch ganz cool finde, weil du es vorhin mit Ton hattest, ist noch nicht so richtig zum Einsatz gekommen, aber die ich echt ganz cool finde, die ich auch von meinem eigenen Geld gekauft habe, ja. Leider, waren relativ teuer. Ist diese Funkstrecke hier, die ist echt ganz cool. Von Okay. DJI. Was ich an denen cool, also das ist viele cooles, aber was ich an denen so besonders finde, ist, die haben so einen Magneten gleich mit dabei. Dann kann ich gleich, zack, unterwegs. Und der hat noch einen internen Aufnahmeding. Also das heißt, ich kann einfach jetzt auf Aufnahme drücken. Ich brauche noch nicht mal den Sender. Ich muss es noch nicht mal an eine Kamera anschließen. Theoretisch kann ich hier drauf aufnehmen und kann ohne einen Sender mit dem Smartphone, mit der Kamera, mit allem Möglichen und kann dann nachträglich praktisch in der Post den Ton synchronisieren. Und das ist auch ganz cool. Also ganz, ganz viele coole, tolle Feature. Da freue ich mich schon drauf, das auch endlich mal vernünftig anwenden zu können. Habe ich in Newark jetzt, als ich neulich da war und habe ich nur so ein kleines Reel, habe ich das benutzt, da habe ich was gemacht, habe ich oder irgendeine Story, da habe ich das benutzt, einfach mal um zu testen. Aber so richtig so zum Einsatz ist das nicht gekommen. Aber Ton finde ich ja persönlich echt sehr spannend, auch als du es vorhin erzählt hattest. Irgendwie beschäftige ich mich da ständig mit, zumal ich jetzt neulich auch in diesem Podcast war und bei unserem letzten Talk an der Stelle, das da wollte ich mich bei euch allen auch mal entschuldigen. Mein Ton war ja grottenschlimm. Also ich selber habe das Mikro, den Kopfhörer weggenommen. Tut mir leid, da habe ich jetzt ein bisschen rumgedoktert dran. Aber irgendwie finde ich, so Ton ist auch was Cooles, ja. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit. Ich mag das nicht, so Mikrofon im Bild zu haben. Aber der Sound ist natürlich besser, wenn du näher dran bist. Ne? Und ich würde so gerne, so wie diese ganzen Streamer und so, wenn die da diese fetten Mikrofone haben, irgendwie, da komme ich mir so wie so ein Radiomoderator vor. Darauf hätte ich irgendwie Bock, aber keine Ahnung. Mit anderen Worten, wir schalten jetzt zurück in Bild und Ton der echten Welt. Genau. Aber ich wollte noch eine Sache sagen. Also sage ich jetzt einfach mal so, wir haben es nicht abgesprochen. Ich wollte nur ankündigen, zum zweiten Mal ankündigen. Nee, ja, doch, mach mal. Nee, mach mal, mach mal. Er weiß nicht, wovon ich rede. Wir gehen irgendwann live, oder? Wir gehen demnächst live, oder? Naja, Das machen wir. das, was wir Aber, hier machen, ist ja auch zum Üben. genau. Aber ich sag gleich, ihr seid nachsichtig mit uns, weil wir müssen bei der Technik noch ein bisschen rumspielen. Das heißt, das erste Live wird bestimmt gut, aber so technikmäßig doktern wir einfach noch ein bisschen rum. Also wir kündigen das alles an und dann gucken wir mal und dann schauen wir mal. Ja, schön, Elmar, dich wiedergesehen zu haben. Ich freue mich darauf, dass wir dieses Jahr das öfters machen. Zumindest haben wir uns das vorgenommen. Ist immer schön. Ja. Weiß ich nicht. Bevor ich jetzt wieder rumquatsche, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen? Wie typisch in einem Talk eigentlich nicht, nein. In Talkshows hat selten jemand was Wirkliches zu sagen. Das nur mal so als Wort zum Sonntag. Naja, gut. Okay, cool. Dann in dem Sinne. Ach so, jetzt weiß ich, was ich noch vorstellen wollte. Ach, egal. Zeit für ein andermal. Kann man andermal drüber reden. Ja, in dem Sinne, Elmar, habt einen schönen Tag. Ihr auch. Und Na dann. Wie immer, ich zähle runter. ja? Ja, 3, 2, 1, tschüss. Ciao.